Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zero, Generation Zero, sowas, so rum. So, wir sind in einem weiteren Bunker und müssen jetzt hier die Hauptstromversorgung wiederherstellen und uns wahrscheinlich durch einige Roboter durchkämpfen. Ich frage mich nur, Roboter welcher Größe und wie groß ist dieser Bunker hier? Ich höre schon Klicki-die-Klick-Geräusche. Die Kampfmusik hört nicht auf. Ah, ich wollte gerade sagen, ich frage mich, was passiert, wenn ich das öffne. Jetzt wissen wir es. Nichts Gutes. Oh oh, da war rotes Licht. Da drin in dem Container ist einer, stimmt's? Dann komm raus. Oder auch nicht. Oder da oben irgendwo. Der Sichtkegel ist aber auch sehr begrenzt, den wir hier haben. Warte mal, das ist was Größeres. Huiuiui, ich dachte, da ist nur so ein kleines Bötterchen. Aber nix da. Hier sind auch Hunde im Bunker. Können wir schon mal davon ausgehen, dass wir hier auch keine Überlebenden finden? Also, ich meine, kommt Leute, mittlerweile sind wir uns ziemlich sicher, dass wir im ganzen Spiel keine Überlebenden mehr finden. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo das Finden von Überlebenden ein ziemlicher Mindfuck wäre, ehrlich gesagt. Wenn plötzlich wirklich irgendwo ein NPC rumsteht. Also, ich glaube das eher nicht. Erledige 20 Ticks, na guck. Nimm das, Ratze, falls du das siehst. Ratze und ich betteln uns nämlich ziemlich um den ersten Trophäenplatz. Nicht wirklich. Also ich meine irgendwie schon, aber eher zufällig. Ich glaube, keiner von uns hat wirklich Ambitionen so richtig, oder? Ich weiß nicht. So ein bisschen vielleicht schon, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber auf jeden Fall wieder eine Trophäe mehr für mich. Bam. 10 Gramm Superpower auf meinem Konto. Oder so. Oder für was G auch immer steht. Ach, Gamerscore, natürlich. Klar. Unmittelbar. Lustig. Unmittelbare Verstärkung. Sie brauchen sofortige Verstärkung, hat er gesagt. Ich bin schon da, aber wahrscheinlich zu spät. Oh, shit. Oh, da ist ja noch einer, den habe ich gerade ganz übersehen. Der da an der Wand kauert. Oh oh, da kommt noch einer, der ist der gefährlich nah an mir dran. Kommen die jetzt hier um die Ecke oder nicht? Ich glaube, die KI reicht nicht so weit, oder? Die kann nicht um Ecken denken. Na dann. Na dann. Ich kann mich immer nicht entscheiden, ob die gut ausweichen oder ob die Wegfindungs-KI einfach nur schlecht ist. Das kommt manchmal aufs Gleiche raus. Ah! Dammit. So, danke. Oh oh, mir geht die Munition aus.
So schnell kann's gehen. Zack, sind 300 Schuss weg. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Der ist auf Stufe 2 aufgestiegen, der Ulven. Geht das über Zeit? Ich habe das Gefühl nämlich, die spawnen und werden stärker, je mehr Robo-Freunde ich von denen töte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Aber ich habe das Gefühl so. Was ist los? Wer wurde zum Beherrscher von irgendwas? Das kenne ich mich gar nicht mehr aus. Oh ja, da ist ein Dritter gekommen. Oh Gott, ey. Ulven? Noch ein Ulven. Aha, der eine Ulven wurde befördert und dann ist noch ein neuer Ulven dazu gekommen. Das wird ja immer ulvinöser hier. Immer diese Ulvens. Ich bin gespannt, was ein Ulven ist. Wahrscheinlich ein riesiger Superkampfroboter oder sowas. Ich freue mich drauf, den kennenzulernen. Wirklich, ich habe auch ein bisschen Angst, ja. Ich gebe es zu. Bin aber auch gespannt. Pam 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 pam. Ich glaube, da muss ich nicht lang. Hier ist nämlich ein Eingang, einer von vielen quasi. Aber gleichzeitig. Waren hier auch die bösen Roboter. Böse, böse. Ah, die Tür sieht wichtig aus. Da gehe ich mal hin. Abgesperrt. Nicht so gut. Ah, wo müssen wir denn hin? Der Bunker kommt mir groß vor. Hier gehe ich wahrscheinlich nur Richtung Ausgang bzw. Eingang, oder? Dann hat er auch noch mehrere Eingänge und ist so verschlungen und verschwungen. Ja, der Gang, es sieht jetzt, es zeigt mir keinen Eingang an am Ende des Tunnels jetzt hier. Ah, eine große rote Tür. Mal schauen, ob wir bei der mehr Glück haben. Uiuiuiui. Nee, hier geht's wieder nach draußen. Nach draußen wollen wir nicht, große rote Tür. Du bist zu doof, große rote Tür. Du hast ja keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was ich wirklich will. Du kennst mich gar nicht wirklich. Du hast dir nie die Zeit genommen und die Mühe gemacht, mich richtig kennenzulernen, große rote Tür. Wie soll denn das was werden mit uns? Du investierst überhaupt nichts in uns, große rote Tür. Wie so ein Klotz. Großer roter Klotz. Ich habe leider keine Ahnung, wohin all diese Wege führen. Ich habe leider keine Ahnung. Was ich hier eigentlich tue.
Aber ich schätze die große rote Tür. Ach nee, warte mal. Die führt zumindest nicht nach draußen. Ich weiß wirklich nicht. Ich dachte eher, so ein Bunker geht nach unten. Aber der geht irgendwie so nach oben die ganze Zeit. Und das irritiert mich. Oh. Da steht zwar locked, aber der ist gar nicht locked. Naja, ich habe mal den Wegpunkt entfernt. Da unten wird mir jetzt, mir wird nur noch ein Eingang angezeigt, oder? Der da unten. Vielleicht ist das ja jetzt nicht der Eingang in den Bunker, weil da wurden mir viele angezeigt. Vielleicht ist das jetzt mein Missionsziel. Dem werde ich mal nachgehen. Dem werden wir mal nachgehen. Vielleicht ist das jetzt... Hä? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Abgesperrt. Klo. Hardcore Overlord. The Ultimate Challenge. Hardcore Overlord. Lord of the Lord. Hä? Da ist ein Rucksack in der Wand. Naja, dann. Achtung. Ich glaube, ich habe was gehört. War aber vielleicht nur meine eigenen Schritte. Wahrscheinlich waren es nur meine eigenen Schritte. Ich gehe jetzt mal dahin. Meiner Meinung nach waren wir da zwar schon, aber ich gehe da mal hin, wo mich das jetzt hinführt. Ah, da war ich definitiv noch nicht. Na guck. Und schon sind wir woanders. Und schon geht es auch wieder nach unten. Das ist schon eher... kommt mir richtiger vor. Aber wer weiß. Militärmütze müssen wir uns vielleicht mal umstylen danach dann gleich. Oh, große rote Tür. Oh oh. Böse, böse Roboterspinnen. Okay. Ist locked, okay. Was für ein riesiger Bunker. Was zur Hölle haben die hier gemacht eigentlich? Riesiger Bunker, komplett leer im Grunde. Naja, da ist ein Regal, okay. Oh. Mir wird dauernd angezeigt, dass hinter mir Gegner sind. Wahrscheinlich über mir, unter mir. Keine Ahnung. Ich glaube nicht wirklich hier. Mulmig ist mir zumute hier. Mulmig. Ist ein Gewitter draußen gerade? Oder was war das? Aha. Strom ist wieder angeschaltet. Naja, ist gleich gar nicht mehr so gruselig jetzt, ne? Das hilft schon mal. Na gut. Und jetzt finde die Kommandozentrale des Bunkers. Okay. Was für ein super krass heldenhaftes Superkind sind wir hier eigentlich?
Ernsthaft. Ich finde es leicht unrealistisch. Eine Roboterarmee hat die gesamte Menschheit und all das Militär in Schweden eigenhändig ausgelöscht. Aber ein Teenager, ohne Kampferfahrung, der gerade aus dem Urlaub zurückkommt. So ungefähr würde der Trailer zu dem Spiel aussehen. Nimm das mit den Maschinen auf. Und die Maschinen würden sich noch wünschen, niemals produziert worden zu sein. Düdüm, düdüm, düdüm. Der Terminator. Kaum produziert, schon terminiert. Das ist mein Motto. So, Wegweiser. Jetzt weise mich. Bitte mal. Ah ja, die Tür. Das kennen wir ja schon. Menschenskinder. Was ist denn mit dem Spinny los? What? Was war denn das bitte gerade für ein krasser Walljump, den der da gemacht hat? Die waren aber vorher nicht da, ne? Das ist aber schon ein bisschen gemein. Ich bin nämlich schon mal zu der Tür gelaufen und da waren dann keine Spinnies. Ziemlich sicher zumindest. Aber schwören könnte ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht war es eine andere Tür, zu der ich da gelaufen bin. Weil die blauen Türen kommen mir auch nicht bekannt vor, insofern. Wer weiß. Wer weiß das schon so genau? Aber ich glaube, hier ist unser neues Hauptquartier so ziemlich. Ich mach mal die Tür zu. Jetzt zieht's. Wir haben hier scheinbar noch irgendwo ein paar Gegner. Aber hier habe ich jetzt eine Recyclingmaschine, eine Nähmaschine, einen Crafting Table, eine Lagerbox und eine große leuchtende Karte. Westland, da ist Bertil Ludwig. Wir haben upprättat Posering vid Iboholmens Slottsruin. Men civilisten Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Schließe alle Intro-Missionen ab. Wir sind jetzt mit dem Tutorial fertig quasi. Okay. Leutnant Tillemann, det här är Vesslan igen. Jag behöver använda telefoni då vår radiokommunikation. Und jetzt haben wir die Hauptmission. Hilfe ruft der erste und eine andere Burg. För att störa vår kommunikation. Sannolikt sabotage från fientliga operatörer i förberedelse för huvudanfall. Telefonnätet kann stå på tur, so wir behöver veta was status är för. Aber wo sind denn die? Da wird mir gar nichts angezeigt, oder? Nö. Ja, fangen wir mal mit Hilferuf an, was weißt du nicht? Hilferuf. Lieutenant Tillemann. Hier Wisselbissel nochmal. Ich melde mich per Telefon, da die Funkkommunikation gestört ist. Es scheint, dass der Funkmast in der Nähe von Grand Robworth benutzt wird, unsere Kommunikation zu stören. Wahrscheinlich Sabotage durch aktive feindliche Agenten in Vorbereitung auf den Hauptangriff. Das nächste Ziel könnten die Telefonnetze sein. Daher muss ich den Zustand des Funkmastens im Marinestützpunkt in Schlübbelbübbel erfahren. Können Sie bestätigen, dass unterbrochen? Ach, warte mal. Und da, die anderen Hauptmissionen habe ich jetzt hier aber auch. Okay, ich verstehe. Irgendwie ist dieses Interface ein bisschen komisch. Aber gut, ich glaube, ich verstehe schon. So ein bisschen. Einigermaßen.
Es gibt noch weitere Kommandobunker. Suche den Feldzugangsplan im Bunker Minken, Sorken und so weiter. Es gibt mehrere Bunker mit mehreren Hauptmissionen. Ich verstehe schon. So. Ich habe hier ein Jagdgewehr, das niemand braucht. Und gleich zwei Baseballschläger. Hey, einer davon ist besser als mein Standard-Baseballschläger. Ob ich die kleinen Spinnen, ne, die könnte man zumindest verhauen. Das stimmt. Das ist eine Idee. Wie viele Ferngläser habe ich denn eigentlich? Und warum werden die so komisch sortiert? Das ist wirklich komisch. Da oben ist eins, hier sind zwei gleich. Ich glaube, ich habe... Landminen habe ich auch noch, stimmt. Mann, so viel Klump. Und diese Moment mal, die sehen unterschiedlich aus. Für Flinte und für Gewehr. Will ich auf meiner Schrotflinte ein Gewehr, ein Zielfernrohr überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nur sicher, das wird für heute mal hier Schluss machen an der Stelle. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und jetzt geht das Spiel scheinbar erst richtig los. Irgendwie, anscheinend zumindest. Hä? Ach so, verfolgen auf X. Warte mal schnell. Karte. Aha. Guck mal, hier haben wir zwei Missionen. Hilferuf und eine andere Burg. Hier haben wir erster Kontakt. Wir sind quasi aber trotzdem auf der Startinsel noch lange nicht fertig. Ah, wurde zufällig jetzt das Gebiet erweitert oder so? Nee, oder? Konnte ich da vorher schon drüber? Man könnte auch mal hier zu Ulven gehen und sich das mal anschauen. Und hier haben wir noch eine Nebenmission. Unerträgliche Leichtigkeit. Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall viel zu tun. Viel zu tun, aber nicht jetzt. Macht's gut. Bis dann. Ciao.